So, Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Tabak-Review hier auf dem Kanal. Ich bin auch mal wieder da. Ich habe heute einen Gast dabei, stell dich gerne vor. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Philipp. Er ist auch CEO des Kanals, aber naja, egal, wir sind tatsächlich mal wieder zusammengekommen. Ja, wegen Abstand Corona. Ist ja auch übrigens eingehalten, also ich denke mal schon, dass es anderthalb Meter sind. Psst. Eine Armlänge, weißt du. Naja, komm, passt. Passt immerhin keine Vergewaltigung. Aber man darf sich ja mit zwei Haushalten jetzt wieder treffen. Also. Ja. Ja, so Freunde, es dreht sich heute um, ich glaube ihr, nee, seht ihr noch nicht, aber habt ihr wahrscheinlich den Thumbnail und Titel schon entnehmen können. Es geht heute um den Sweetie von Hukain. Der Tabak ist schon ziemlich lange auf dem deutschen Shisha-Markt. Damals bei Exquisite gab es ein Tasting von den neuen Sorten damals und da hat Yannick und mir auf jeden Fall der Sweetie am meisten zugesagt. Yannick hat sich auch, glaube ich, direkt zwei Dosen mitgenommen, also er feiert den immer noch. Brutalst. Aber auch mit einer seiner Lieblingstabaksorten. Ne? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Ich finde den auch ganz gut, aber ja, das ausführliche Review folgt jetzt erstmal, nachdem ich euch nochmal die Dose gezeigt habe und den Kopfbau. So Freunde, so sieht die Dose aus. Da oben sieht man schon die Komponenten. Gehen wir später im Review noch drauf ein, was hier alles drin ist. Ja, Schnitt kann ich euch hier nicht zeigen, zeige ich euch gleich im Kopfbau. Das Ganze ist nämlich leer. Wie man sieht, ist noch ein bisschen überschüssige Molasse da, aber das darf Hukain, weil ja, Hukain ist halt darf. So Freunde, so sieht der fertig gebaute Kopf aus. Schnitt ist Hukain-typisch eigentlich ziemlich fein. Rand hochgebaut, Cast-Apo mit Sieb kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Hier kommt dann halt noch das Kaminsieb ganz normal drauf und dann gib ihm. Ja, was soll denn der Hukain Sweetie sein? Ich muss ja heute nicht alles alleine machen, du kannst es ja gerne mal. Ich kann das gar nicht mehr. Nee, das glaube ich auch. Lesen kann ich auch nicht. Also drin sind Cranberry, Eistee, steht jetzt nicht welcher Geschmack, aber ja, wahrscheinlich so eine Teenote. Ja. Eine geheime Zutat, die Krabbenburger-Formel und Himbeere ist noch drin. Genau. Ja, das Ganze ist auf jeden Fall, wie es der Name auch vermuten lässt, Sweetie. Absolut süß. Komplett wirklich. Süß. Ja. Auch ziemlich künstlich. Ja, da riecht man die Chemie gefühlt. Also ich glaube, was man als erstes durchriecht, ist auf jeden Fall eine Himbeernote. Cranberry schwingt, glaube ich, mit. Aber ansonsten endet das Ganze auch in einer Mentholbombe, obwohl das gar nicht eigentlich angegeben ist. Ich finde, der Tabak enthält auf jeden Fall Menthol. Geheime Zutat. Schwierig, also da kann man natürlich jetzt nur rumraten, aber da wir nichts Spezielles wissen. Es riecht halt einfach extrem süß, also ja. Ich finde, man kann nicht mal richtig zuordnen, was es jetzt genau sein soll. Also ich würde schon sagen, so richtig süße Himbeere, aber... Aber das ist so, wenn man jetzt sagt, süße Himbeere, da kann man sich vielleicht was drunter vorstellen, aber diesen Tabakgeruch, wirklich, den gibt es halt wirklich kein zweites Mal. Nee. Der ist halt wirklich so, ja, speziell, also das ist auf jeden Fall schon was extrem Nices im Geruch. Kurz zum Setup, ich rauche in der VZ, Philipp in der MRG, ich habe ganz normalen Steinkopf mit Kaminsieb und Philipp raucht einen Tabak, den wir euch ja, danach vorstellen werden. Im Hukain-Funnel mit ja, auch ganz normalem Kaminsieb oben drauf. So viel dazu, dann würde ich sagen, hier ist halt der Sweetie drin bei mir, deswegen zeige ich euch mal kurz die Rauchentwicklung. Ich muss zugeben, ihr habt ja eben gesehen, die Dose ist ja leer. Ich habe den Kopf leider nicht mehr so voll bekommen, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Deswegen ist es vom Rauch jetzt nicht ganz so brutal, aber ich finde immer noch ja, ganz in Ordnung. Ja, also Hukain-typisch, Molasse ist auf jeden Fall drin, wieder ein bisschen überschüssig. Ja, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen, wo Luca die Dose reingehalten hat, ja. Aber viel ist es auch nicht. Ja, geschmacklich kann ich auf jeden Fall sagen, spiegelt sich das 1:1 wie im Geruch wieder. Kannst du ja auch mal. Ja, gut. Kennen wir ja schon. Ja, also wir haben schon zig Mal geraucht. Richtig, wir haben also da schon zig Dosen weg, also um die, würde ich sagen, 10 Dosen. Und wie gesagt, also Himbeer, Cranberry gehe ich auf jeden Fall mit. Menthol ist im Geschmack auf jeden Fall auch mit drin. Geheime Zutat ist ja so eine Sache. Will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Also ich kann es nicht definieren. Und Eistee, ja, vielleicht noch eine süßlichere Note. Also da wurde wirklich Süße auf Süße gepackt und das Ergebnis ist auf jeden Fall ein brutales Überbrett. Ja, finde ich auch. Was bei mir nur die Sache ist, dass ich den Tabak halt ein bisschen zu süß finde. Und okay. Ich könnte ihn halt nicht 24/7 rauchen. Ja, also mal ein Kopf ist in Ordnung oder mal ein, zwei Köpfe, aber ich glaube, der Tabak ist halt auch einer von den Tabaksorten,
die man sehr schnell überraucht hat. Also, dass man da dann keinen Bock mehr drauf hat. Du einfach schon beim Geruch dir so denkst, oh nee, muss ich. Also, wenn du dir wirklich mal eine Dose holst und zwischendurch was anderes rauchst, das ist immer wieder geil. Nur wenn ich da jetzt, sage ich mal, jeden Tag zwei Köpfe rauchen würde, dann irgendwann würde mir den auch auf jeden Fall auf den Sack gehen. Ist auf jeden Fall nicht so ein Dauerbrenner wie Traube Minze, aber trotzdem sehr, sehr nicer, süßer Tabak, den man auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch machen kann, weiterempfehlen kann, weil ich denke mal, dass der auch nach dem 20.05. überarbeitet wiederkommen wird. Leider. Genau, es ist halt nicht nur Menthol betroffen, sondern halt auch 500 andere Stoffe. Keine Ahnung, inwieweit der da betroffen ist, aber falls ihr Hukain auf Instagram verfolgt, habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, dass die so Minz- und Menthol-Liquids anbieten, die man halt dann in die Tabak reinmachen kann. Je nachdem kann man sich dann halt selber aussuchen, ob man mehr oder weniger Menthol haben möchte. Ich glaube, da müsste man dann halt auch öfter mal, also das, wenn man dann sich eine neue Dose kauft, dass man dann einfach mal schaut, jetzt mache ich vielleicht, jetzt 10 Milliliter rein oder so, dann einfach mal schaut, wie das vom Geschmack her so ist. Und dann vielleicht beim nächsten Mal das einfach nochmal so ein bisschen anpassen kann. Richtig, aber das werden wir ja selber sehen, wie das dann letztendlich ist. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung, Punkte, Sternebewertung würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine 8, würde ich sagen. So 8 von 10 ist es ein überdurchschnittlich guter Tabak, aber halt wie gesagt kein Dauerbrenner. Ja, also ich würde auch sagen, von den Hukain-Sorten auch einer der Tabak. Top 5, oder? Würde ich schon sagen. Ja. Wie gesagt, also ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht geraucht, deswegen finde ich ihn jetzt auch mal wieder, also ich fand ihn jetzt richtig gut. Aber es gab halt eine Zeit lang, wo ich den halt öfter mal geraucht habe und da fand ich ihn nicht so, also auf Dauer halt so geil. Ja. Von der Bewertung her würde ich ihm auch vielleicht so 7,5, 8 Sterne geben. Punkte, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, zum Geschmack kann man wirklich leider nicht viel sagen. Es ist halt wirklich einfach süß. Also für die Leute, die es halt eher süßer mögen, genau das Richtige. Aber ansonsten, ja, ich weiß jetzt nicht, verbrannt ist er nicht. Nee, Quatsch. Also der kann auch gut Hitze ab. Also das haben wir, ist ja normal. Genau, können wir jetzt auch von Langzeiterfahrungen berichten. Also mir ist der noch nicht einmal angebrannt. Ich muss aber dazu sagen, dass der mir im Funnel gar nicht gefällt. Da ist diese Mentholnote, die zwar nicht angegeben ist, ich aber persönlich finde, dass die drin ist, viel zu extrem und dann wird das Süßliche auf jeden Fall schnell sehr, sehr künstlich. Ja. Und das ist dann nicht so nice. Das gleiche gilt auch übrigens für den Big Black Berries. Haben wir auch schon in zig Setups probiert. Da läuft er auch wirklich perfekt im Steinkopf, also Meerlochkopf. Genauso wie der Sweetie, alle anderen Hukain-Sorten haben wir auch probiert im Pfanne. Die laufen da perfekt. Also keine Ahnung, warum das bei den beiden so ist, aber... Ich habe auch das Gefühl, dass ich den schon, also ich habe den ja auch schon mal im Funnel geraucht und da finde ich, dass die Menthol, also diese Mentholnote, die du gerade angesprochen hast, dass die dann schon intensiver ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein, ja nee, ich würde jetzt nicht sagen so ein Drücken, aber man kennt es ja halt hier so. Ja, man kann nicht lange ziehen. Ja, genau. Aber jetzt ist es halt so, weiß ich nicht, kannst du halt gefühlt 30 Jahre ziehen. Also der ist halt wirklich, der kratzt nicht, der geht richtig gut runter und ja. Ja, ansonsten, vom Review war es jetzt, was ich nochmal kurz erwähnen wollte. Am 20.05., ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, gibt es halt diesen Umschwung, weil halt sich das Gesetz ändert, halt Menthol und 500 weitere Stoffe werden halt verboten. Macht jetzt nicht die übertriebenen Hamsterkäufe, so wie ich es jetzt zum Beispiel getan habe, ist es an sich eigentlich unnötig. Besorgt euch vielleicht nochmal 3-4 Dosen von eurem absoluten Lieblingstabak. Ich habe mir halt jetzt noch 4-mal den Traube Minze von Holster geholt und 1 Kilo Green Lean, weil das halt meine absoluten Favorites sind. Ja, und den Green Lean leider bei uns halt nicht mehr im Exquisite-Shop gab. Also, genau, viele Sachen sind auch schon ausverkauft, guckt euch da gerne nochmal durch. Ich habe mir auch nochmal einen Strong Mint geholt, dass ich auf jeden Fall nochmal so eine Möglichkeit habe, überall nochmal Minze vom Tabak her reinzufüllen, bevor ich dann auf die Liquids umsteige. Aber früher oder später müssen wir sowieso alle mit dem neuen Gesetz klarkommen, deswegen kauft euch jetzt nicht, keine Ahnung, 500 Dosen, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, vielleicht noch ein paar Dosen von deinem Lieblingstabak, dass ihr den halt so in Erinnerung haltet, wie ihr ihn kennt. Ich bin halt mal gespannt, wie das bei dem generell bei den Hukain-Sorten sein wird. Da ist ja jetzt schon ziemlich viel Molasse drin. Ja. Und wie es dann sein wird, wenn man da jetzt auch noch Liquid reinmacht, also dass es da halt nicht zu nass wird, weißt du? Ja, richtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch mal wieder zu zweit. Grüße genau an Janik an dieser Stelle. Vielleicht schaffen wir es ja auch demnächst mal wieder zu dritt. Das wäre natürlich optimal und ja, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen oder ihr fand es jetzt nicht so schlimm, dass Luca die Videos in letzter Zeit halt alleine gemacht hat und ja, ich hoffe, dass ihr da auch ein bisschen Verständnis habt. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da geht es um einen Tabak von Holster. Mehr würde ich noch nicht sagen. Wir sehen uns, haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.